3 geht eigentlich hauptsächlich darum, dass es wichtig ist, seinen eigenen Weg zu gehen und sich von keinem reinschwätzen zu lassen. Egal, was man macht, egal, was man träumt oder was man vorhat, man soll einfach das machen, was einen glücklich macht und wo es einem gut geht dabei und sich da nicht zu arg beeinflussen lassen von anderen Leuten. Ja, ich finde es musikalisch auch tatsächlich recht weit weg von dem Inge-Sound, den wir sonst immer haben. Also bei mir am Schlagzeug tatsächlich ist es so eine Chad Smith Nummer. Es ist so ein bisschen, Red Hot Chili Peppers auf dem Schlagzeugrhythmus dabei, finde ich persönlich. Ja, so ganz klein bisschen. Und wir haben das englische Freedom, den wir dann da als Dreiklang irgendwie intonieren. Der ist entliehen bei, soweit ich weiß, George Michael und Kylie Minogue. Und der Song heißt Freedom. Der Song heißt Freedom. Ja. Ich war immer bei David Hasselhoff, aber tatsächlich ist dieses I've been looking for freedom was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Was mir Jahre später aufgefallen ist, nachdem ich den Song geschrieben habe und ich ausnahmsweise Radio gehört habe, ist mir aufgefallen, dass das Gitarrenintro auch geklaut ist. Ich sage jetzt nicht von wem, aber von einer sehr, sehr bekannten Popband, von der ich nie gedacht hätte, dass ich von der Lieder klaue. Das ist unterbewusst geklaut? Ja. Dein Unterbewusstsein klaut? Ja. Auch schön. Das ist erstaunlich, aber. Ja. Vielleicht kann man das tatsächlich mal irgendwie im Supermarkt bringen und sagen, es war mein Unterbewusstsein, das hier nach diesem Himbeerjoghurt gegriffen hat. 3 Kisten Bier, 5 Flaschen Wodka. Das war komplett unbewusst, unterbewusst. Ich bin unterbewusst und unterzuckert. Ja, an dem wird's liegen. Ja, by the way. Freedom. Freedom.